Hallo Leute, es geht weiter mit Infected, der Zwillingsimpfstoff. Ja, hier gibt's wieder was zu tun und zwar in der Wand hier. Das Leck scheint die Wand durchnässt zu haben und ich kann mir gut vorstellen, dass wir da Hammer und Meißel oder irgendwas von unseren Werkzeugen nehmen können. Das geht aber schon mal nicht, hat nicht geklappt. Spachtel mit der Armbrust durchschießen. Ja, mit der Armbrust durchschießen, genau. Scheint, als hätte ich im Badezimmer etwas kaputt gemacht. Dann gehen wir mal ins Badezimmer und gucken, was wir kaputt gemacht haben. Den roten Juwel. Ich weiß es gerade nicht genau. Jedenfalls können wir das Juwel. Das Juwel, oder? Naja, das können wir jedenfalls einsetzen. Und das schimmert jetzt voll so gegen die Wand hier und unter der Farbe ist etwas. Kannst du nicht? Kannst das abspachteln? Ja. Ah, und hier können wir die einsetzen. Also jetzt bin ich ja mal gespannt, wer da was versteckt hat und was da versteckt wurde. So, sind alle drinne. Und? Ein Kachelstück. Ach ja. Kachelstück. Ich versuche gerade zu überlegen, wo nochmal Kacheln gebraucht wurden. War das draußen, dieser Gulli-Dings? Und hier ist ja auch noch was. Ah. Großer Schraubenschlüssel habe ich auch gleich geholt auf dem Weg. Sehr gut. Waren das die Kacheln? Aber da steht doch Kachelstück. Nee, das sind wohl andere Kacheln. Das waren aber die Kacheln, die ich jetzt so im Kopf hatte. Mist. Okay, dann sag mir mal bitte, wo ich hinlaufe. War das jetzt doch hier in der Nähe? Ach, das ärgert mich ja. Dann war ich also doch schon wieder richtig. Nö. Und dann weiß ich auch noch, dass wir irgendwie wo hoch sollten. Ja, so ist das, wenn man dann immer so eine kleine Pause hat mit den Aufnahmen. Dann ist schon wieder alles so ein bisschen nach hinten gerückt. Aber hier oben, da war doch nichts mehr. Hier gibt es doch auch nichts mehr zu tun. Es leuchtet hier ja auch nirgendwo auf. Oder war hier noch im Bad was? Nö. Also hier ist nichts mehr. Dann kann ich ja nur noch raus. Okay. Aber das war noch nicht alles. Was ist hier im Auto? Oder eher hinterm Auto? Genau, hier oben. Was war da drüben? Vielleicht erinnere ich mich deswegen nicht so gut. Ja, aber hier war doch nichts, wo man Kacheln einsetzen sollte. Oder das hier? Nee. Nee. Kannst wieder direkt rüberklettern. Hin und zurück. Von Frodo Beutling. So. Nee, Quatsch, nicht Frodo. Wie? Ach so, Quatsch, ich will ja nicht die... Ach, jetzt nehme ich denn hier den Schraubenzieher. Klicke auf zwei Kachelstücke, um ihre Position zu vertauschen. Sobald eine Kachel korrekt platziert ist, erscheint sie heller und kann nicht mehr bewegt werden. Wenn die jetzt dann aber nicht mehr beweglich ist, ist das dann... Aber ich kann sie auch überall hinpacken, ne? Ah, nee, doch. Hä? So. Dann ist die ja schon mal richtig. Warte, das Gefieder. Wo passt das hin? Nee, die kann... Hä? Der Kopf ist da oben also schon mal richtig. Ich verstehe. Der ist auch richtig. Okay, also war es gerade eben noch nicht richtig. Aber es sah so hell aus.
Die Flügel nicht so. Na gut. Okay, der war jetzt schon mal richtig. Das auch. Hier geht das so lang. Ah, meine Nase juckt. So, fertig gekratzt, Entschuldigung. Ach, muss auch mal sein. Man muss sich ja auch mal einfach die Nase jucken können. Das muss ja im Machbaren sein, ne? Sieht so merkwürdig aus. Aber war anscheinend richtig. So, Feuerwehrschlauch. Feuerwehrschlauch. Was die alles von mir wollen. Was soll ich da oben denn eigentlich noch? Ich weiß gar nicht, was die da oben noch von mir wollen. Mit dem Feuerwehrschlauch werde ich ja wohl das Feuer aber ganz hinten eventuell löschen können. Das wäre ja mal ganz cool. Hier. Okay, erstmal ranmachen. Ich brauche etwas Größeres als diesen alten Garten. So. Und? Ja. Wusste ich's doch. Yeah! Jetzt kann ich hier voll Wasser drauf feuern. Das finde ich sehr, sehr cool. So, das war schon mal die eine Stelle. Jetzt noch die kleine da hinten. Immer drauf damit. Hui! Ich wollte schon immer mal eine Feuerwehrfrau sein. Nein, Quatsch, wollte ich gar nicht. Ist das jetzt alles gelöscht? Ja. Alles abgekühlt. Ein alter Angelkasten, verschlossen. Und ich habe gar nichts mehr in meinem Inventar, merke ich gerade. Aber ich kann hier runtergehen. Oh. Theresa. Wo läufst du hin? Theresa läuft durch den Park. Ich brauche eine Laterne, um zu sehen, wo ich hingehe. Ach komm. Hat sie doch auch nicht. Naja. So. Gullikachel R. Ach so, das sind die richtigen Gullikacheln. Theresa, was machst du bloß für Sachen? Angelkastenschlüssel. Na, wie praktisch. Ganz zufällig wurde der hier verloren und ist nicht in den Gulli gefallen sogar. Wahnsinn. Angelhaken. War hier denn noch was? Ah, das habe ich weggenommen und kann hier nach unten gehen. Oh. Alive and well, I see. Hey, if you're headed to the park across the bridge, you're gonna wanna stock up on birdseed. Those flying diseases are out of control. Probably find something in that vending machine. If you have any luck, come back and let me know, would you? Wir haben ja jetzt wieder genug Münzen, dass ich was zu essen kaufen kann. Und wir wollten ja eigentlich für ihn auch die Nudeln kaufen. Ja? Kaufen wir mal Nudeln für den armen Mann. Ich weiß nicht, will er denn überhaupt noch was zu essen oder wozu brauche ich das hier alles? Könnte natürlich auch hier die, was ist denn das? Angus. Irgendwelche Fischsnacks oder so kaufen, weil ich habe ja nun mal jetzt schon 6. Und 7 wäre, was ist das da oben? Schokolade oder Eis oder so? Oder hier das Vogelfutter, das ist wohl das, was ich eher brauche. Ich brauche Vogelfutter. Dabei hätte ich ihm doch so gerne die Nudeln gekauft. Naja, die Chips haben anscheinend genügt für ihn. Ich habe einen Angelhaken und die Gullikachel. So, dann gehe ich da mal wieder hin und setze die schon mal ein. Aber mir fehlt immer noch eine. Das ist natürlich doof. Oh, nein, weiter. Das war mein Fehler. So, das sieht aus wie es heißt. Das hatten wir schon. Theresa ist gerade in den Park gelaufen. Sie müssen zur Grundschule laufen. Und der Mann mit der Maske hat es weiterhin auf diese Straßenlaternen abgesehen. Ich brauche etwas, um meinen Pfad durch den Park zu erleuchten. Das stimmt. Und ich weiß nicht wie. Da will ich doch jetzt aber nicht wieder zurück. Was mache ich jetzt mit meinem Angelhaken? Leute. Ich denke, ich gehe wieder dahin, wo ich auch neu war. Genau.
hier irgendwas noch übersehen. Ja, das funktioniert nicht. Any luck on finding that bird seed? Check the vending machine in 10. Ja, nee, ja, ich habe das Vogelfutter schon gefunden, aber dafür brauche ich ja 8 Münzen und keine 6. Das ist das Problem. Was soll ich denn hier unten? Ach, da ist irgendwas wieder. Schon wieder was übersehen. Ach, ich übersehe immer so viel. Da ist noch die Gullikachel und eine Münze. Siehste mal. Habe ich jetzt... Nee, jetzt habe ich aber auch immer noch nur 7. Das reicht nicht. Aber ich finde bestimmt da unten beim Gulli noch eine Münze. Ganz bestimmt. Ich bin guter Hoffnung. Angelrute. Na, kann ich das? Nee, kann ich nicht. Na gut. Dann nicht. So, was muss ich jetzt angeln? Ich soll doch aber nichts aus dem Automaten angeln, oder? Also, oder doch? Ich habe dem Typen jetzt nicht ordentlich zugehört. Aber ich kann ja auch noch weiter zurückgehen. Wie weit kann ich denn sogar zurückgehen? Ach so. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass ich noch ganz zurückgehen kann. Nee, der soll mich mal führen hier. Ich will ja keine Zeit verschwenden. 7. Ich will Vogelfutter. Vogelfutter. Nicht, dass die weg sind, wenn ich die da jetzt alle reinschmeiße, ne? Jetzt habe ich aber schon einen reingeschmissen. Jetzt auch egal. Doch, ich soll hier sogar ran. Na gut. Wenn ihr meint. Wäre ja auch das, was ich tun wollen würde. Aber mit nur 7 Münzen und mit der letzten... Kann ich dann das Ding rausangeln oder what? Ach, da war noch einer drinne. Habe ich das irgendwie vielleicht übersehen? Ach so. Hatte ich schon einen reingeschmissen? Dann habe ich das vergessen. Ach, deswegen. Ich war jetzt schon ganz irritiert. Vogelfutter. Gut, dann gehen wir mit dem Vogelfutter jetzt mal zurück zu ihm. Dann habe ich ja mich doch nicht verhört. Dachte schon jetzt, ich soll mit der Angelrute und hab das nicht gehört von ihm. Da aus dem Automaten das Fischen oder so, falls das Geld nicht reicht. Aber ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass er das gesagt hat. Was mache ich hier jetzt eigentlich? Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Hier will ich runter. So, Vogelfutter für den Mann. Hey, there you go. That birdseed will come in handy, I'm telling you. You can thank me later. Night's coming quick. It'll be impossible to find your way through the park at this hour. Gonna need a lantern to light your way. I'll give you mine if you can fish out my other boot I lost there in that lake. Fair trade, I'd say. Wer nimmt denn eigentlich bitte eine Laterne? Ich meine, es gibt doch wohl Taschenlampen. Aber okay, nehmen wir die Laterne. Haben wir die jetzt bekommen? There's gotta be a fishing rod around here somewhere. Put that education to use and track one down there, Poindexter. Ja, okay. Ich mach das schon. So. Wie geht denn das jetzt hier? Klicke auf die Spule in der oberen rechten Ecke und halte sie gedrückt. Dreh die Spule, um die Angelschnur außen einzurollen. Versuche nicht mit den Fischen zu kollidieren oder du musst von vorne beginnen. Nein! Nein.
Ach ja, ich hab's gewusst. Ich hab gerade eben noch hier unten mit dem Angelhaken den Schuh ja rausgeholt. Den habe ich ihm zurückgegeben. Und für den Schuh habe ich eine Laterne bekommen. Und ich habe noch gerade danach gesagt, oh, ich mache lieber mal einen Cut. Ich habe vergessen, die Festplatte zu ändern für Fraps. Und da ist es auch schon passiert. Die Festplatte war voll und das kleine Stückchen hat nicht aufgenommen. Ich bin aber heilfroh, dass ich den Cut gemacht habe, weil ich kann ja hier in dem Spiel nicht zwischenspeichern. Und das passiert mir leider immer wieder, dass ich das dann vergesse, wieder umzuschalten auf die andere Platte. Und dementsprechend, naja, haben wir jetzt nicht viel verpasst, das finde ich gut. Ich muss irgendwo Feuer für diese Laterne finden, sonst komme ich nie durch den Park. Weil ich kann ja nicht das ganze Spiel nochmal spielen, da habe ich ja auch keine Lust zu. Feuer finden, gerade eben habe ich noch welches gelöscht. Das wäre ja jetzt sehr ärgerlich. Feuer, ich überlege... Aber ich kann mich auch nicht erinnern. Da werde ich mich führen lassen müssen, so wie die ganze Zeit schon, weil ich mich nicht erinnern kann. Ach hier, ja, Feuer, klar, hier brennt ja alles. Mach einfach irgendwo an. Stimmt, hier brennt's ja noch. Hier habe ich das Feuer ja gar nicht gelöscht, nur da hinten. Ich dachte, ich muss jetzt ein Feuerzeug finden oder so und kann mich nur wieder nicht dran erinnern, irgendwo eins gesehen zu haben. Aber nö, alles in Ordnung. Naja, was soll ich sagen? Ich meine, ganz ehrlich, nur weil der mal kurz jetzt einen Anfall kriegt da an seinem Hubschrauber, da stürzt er doch nicht gleich ab und fängt an zu rauchen. Also, hat ja nicht gebrannt oder so. Aber okay, naja, er sollte halt abstürzen. So, was haben wir denn hier? Hier sind ganz viele Vögel. Das auf der Bank könnte nützlich sein. Ich muss zunächst die Krähen ablenken. Hier. Ach, dahin, okay. Ist denn auf der Bank? Ein Wimmelbild ist auf der Bank. Na sowas. Das war der Kuckuck. Ein Handschuh. Was habe ich übersehen? Ich muss diese Nieten da rausziehen. Ich habe eine Schere. Schraubenschlüssel, Krähenfeder, die habe ich auch gesehen. Rechen. Da. Ne, da ist ein Rechen. Okay, das war eine Schaufel. Handschuh, Schlüssel, alle Schraubenschlüssel noch hier. Ja, daran könnte ich was ändern. Schachfiguren. Ich guck gerade, was ich hier machen kann. Mit meinen Objekten. Da ist der schon mal offen. Was ist denn das hier? Ach so, da ist ein Messer drinne. Und das ich anscheinend brauche. Wofür brauche ich denn das Messer? Dafür? Für den Kürbis? Ah, mal eben Kürbis geschnitzt. Klar, es musste auch ein Kürbisgesicht sein, damit ich an die Schachfigur komme. Da kann noch eine Feder ran. Dann bekomme ich noch eine Schachfigur. Mit dem Rechen das Blattzeug wegmachen. Dann bekomme ich eine Axt damit an das Holz. Dann habe ich auch schon die dritte Schachfigur. Aber es fehlt noch eine. Hier, Kuckuck in die Kuckucksuhr. Was ist das? Ach, einen Klammerer. Okay, für den Handschuh. Ach, das läuft ja ganz gut hier, ne? Schlüssel, Eimer, Schachfigur. Also eine brauche ich noch. Nein, ich wollte doch nicht rausgehen. Mensch. Was habe ich denn noch? Hier, Handschuh, dann komme ich da an die ran. Die letzte kann darauf. Dann bekomme ich einen Schlüssel. Und kann das Schloss hier aufmachen. Hab einen Eimer und das war's. Okay. Scheibenkleister. Hätte ich die Schaufel doch nur nicht weggeworfen. Vielleicht liegt hier noch eine herum. Ja, damit ja wohl nicht.
Noch irgendwas hier zu tun? Nein, dann gehen wir mal darüber. Dieser Baum ist mit alten Pilzen bedeckt. Noch ein Feuer und kein Wasserschlauch in Sicht. Ich muss es irgendwie löschen. Da würde doch irgendwann die Brücke auch mal zusammenbrechen, oder? Vor allem dieses kleine Bächlein. Da kann man doch wohl auch mal so rüber hopsen, oder? Naja, wenn ich das Wasser nur mit etwas aufsammeln und das Feuer löschen könnte. Da, zufällig habe ich einen Eimer bei mir. So, und jetzt kann ich da auch rübergehen. Na klar. Und habe ein Lasso. Der Scheinwerfer hat keine Glühbirne. Die finden wir bestimmt noch. Nee, das wollte ich gar nicht nochmal machen. Nach links gehen? Kommen wir dann zurück, oder? Nee, dann kommen wir hier nicht. Ich komme nicht ganz heran mit dem Lasso, aber super. Dem Kanu fehlen einige Teile. Damit könnte man sicher den Fluss überqueren. Da ist Cerisas Haus. Ich muss irgendwie über den Fluss kommen. Okay. Da wollen wir also hin. Gehst du wieder nach rechts? Ach nee, du gehst hier zurück. Okay. Gut. Gehen wir mal hier nach rechts. Ah. Etwas fehlt. Darin befindet sich etwas. Ich brauche etwas, um die Windschutzscheibe zu zerschlagen. Nee, aber mit der Schaufel kann ich doch an das Kreuz ran, wo ich vorher war. Das machen wir jetzt nochmal eben. So. Und noch ein bisschen tiefer graben. Und jetzt habe ich ein Glas bekommen. Na Mensch, ein Glas, ein Glas. Was mache ich denn mit dem Glas? Die Türen sind verschlossen. Kann ich das Glas hier einfach reinknallen? Nee. Der abgestürzte Hubschrauber. Tja, was ich als nächstes mache, das sehen wir im nächsten Part von Infected, der Zwillingsimpfstoff. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaltet. Bis dann!